Also da eine Multiplikation. Irgendeine Rückkopplung ist auch immer dabei, sich überhaupt zur Verfügung gestellt hat, heute zu kommen und auch mit uns diesen Film zu machen. Wir haben ihn die Vertreibung der Intelligenz genannt. Eigentlich könnte man es auch nennen, dass die Intelligenz erst in der Fremde zu einer Intelligenzexplosion geführt hat. Und Sie haben einmal gesagt, dass wenn Sie in Wien geblieben wären, ein Arzt geworden wären. Also was ist der Hintergrund dieser Steigerung, dass die viele tausend Deutsche und Österreicher, die vertrieben wurden, haben also in der Fremde diese Erfolge gehabt? Gut, Sie sprechen, entschuldigen Sie, Sie nehmen an, dass Intelligenz und Beruf dasselbe ist. Also ich glaube, ich wäre genauso intelligent oder blöd gewesen, wenn ich in Wien geblieben wäre. Das ist ganz klar, nicht? Und ich war nicht dumm. Ich bin auch nicht dumm. Aber es ist ganz klar, dass wenn ich in Wien gewesen wäre, meine Eltern waren beide Ärzte, die Ordination in meiner Wohnung. Ich habe wirklich nur die Freunde waren hauptsächlich Ärzte. Es ist ganz klar, die Medizin studiert hätte. Ich habe auch angefangen, das in den Staaten zu tun, aber in den Staaten kann man nicht sofort Medizin studieren. Man muss erst ins College gehen und die ersten paar Jahre dann sogenannte Prämedizin studieren. Das habe ich auch getan. Dann wollte ich in der medizinischen Fakultät leisten können und bin deshalb in die Chemie gegangen, was ich natürlich nicht bereut habe. In Wien ist ganz klar, ich bin in die Universität Wien gegangen, habe Medizin studiert. Ich würde ein gewöhnlicher, also gewöhnlicher in Anführungszeichen, weil das ist eine Beleidigung, als Arzt weitergelebt. Ich wäre ein Wiener Arzt gewesen, der sicher keine Forschung gemacht hätte, aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich genauso intelligent gewesen und ich hätte wahrscheinlich ein teilweise angenehmes Leben geführt, wenn ich zum Beispiel, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich heute hergekommen bin, dass es ein fürchterlich ein unmöglicher Tag ist, dass man am Montag Pfingsten hat, dann kommt man am Dienstag von Pfingsten zurück und ich glaube, am nächsten Donnerstag haben sie wieder einen Feiertag. Ich meine, wir haben endlich, gehen gerade bei einem Feiertag, wir kommen gerade einen zurück. Ich frage immer meine Freunde von mir und sage, wo ist die Maria heute gegangen? Das ist hier unterbrochen, weil das ist angenehm, muss ich Ihnen sagen, bei uns gibt es nicht. Die Leute gehen um 6 Wochen Ferien, also für mich Ferien leider ein schmutziges Wort. Ich gehe vielleicht 3 Tage oder 4 Tage im Jahr auf Ferien. Natürlich ist das blöd. Das wäre ganz angenehmer gewesen, das nicht zu tun, aber das ist der Unterschied. Aber ich glaube, und das war bei allen anderen, nicht? Weil wir sind natürlich, die Leute, die ihr gezeigt haben, sind halt von einfachen, nicht einfach, von bürgerlichen Familien gekommen. Keiner von denen war wohlhabend reich, aber wir haben ein gewöhnliches, bürgerliches Leben geführt. Da war kein besonderer Druck, man hat jedenfalls, ich bin ganz sicher, die Eltern der anderen haben auch angenommen, sie würden das studieren, was die Eltern ihnen vorschlagen. Und bei mir war das ganz klar der Fall. Und das hat sich total geändert. Nicht? Ich bin nach Amerika mit $20 mit meiner Mutter gekommen, die ein Taximann, der uns abgeholt hat vom Schiff, 17 von denen schon, abgerechnet. Da sind wir wirklich mit $3 in ein neues Land gekommen. Ich muss sagen, wenn Sie da arm sprechen, das war total arm, nicht? Und so habe ich angefangen. Das war ganz klar, für mich war es sehr gut. Ich war total unabhängig, weil meine Mutter dann irgendwo arbeiten müssen. Und ich bin hunderte, tausende Kilometer weg, woanders gewesen, da war ich 16,5, 17 Jahre alt und wurde total selbstständig. Das wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich in Wien gewesen wäre. Und ich nehme das. Das war ganz klar bei Bader der Fall, nicht? Der Bader war ganz allein da. Der Kohn war ganz allein, also da hat man was ganz anderes gemacht. Das, glaube ich, war der Unterschied. Trotzdem haben Sie gesagt, dass die Flüchtlinge, natürlich diesen Druck haben, auch sich zu beweisen. Und es war doch vielleicht im Unterbewusstsein auch im Hintergrund, dass man der Heimat beweisen wollte, die einen vertrieben hat, dass man es zu etwas bringt. Oder spielte das gar keine Rolle? Eine gute Frage. Jetzt gebe ich eine andere Antwort, als ich die Ihnen vor 30 oder 20 Jahren gegeben hätte. Ich werde mich sehr schnell, unhöflich, in einen Buchverkäufer, den Schmunzeln, sie haben recht, einen Buchverkäufer umwandeln, wenn der draußen
Bücher von mir, einige Bücher von mir habe. Und das Beste von allen, die ich je geschrieben habe, ist seit 4 Juden auf dem Parnass. Und das ist quasi autobiografisch, obwohl ich hier über 4 Juden gesprochen habe, die alle deutschen und österreichischen Juden waren, sehr berühmt, weil der Deutsche Österreicher war Arnold Schönberg und die Deutschen waren Walter Benjamin, Theodor Dorn und Gershon Scholem. Und was ich hier getan habe, ich beschreibe als Gespräche dieser Leute, die sich teilweise mit 3 Sachen interessiert haben, die mich alle gar nicht interessieren. Nummer 1, was bedeutet Jude zu sein? Mit Anführungszeichen. Das habe ich lange nicht daran gedacht. Und jetzt habe ich sozusagen in diesen Gesprächen, bin ich da eigentlich dabei. Ich habe mich um die Frauen interessiert. Ich interessiere mich immer an Frauen. Und die Frage ist, warum? Das habe ich dann in Lucie entdeckt, die wissen das nicht. Wie er mich da gefilmt hat, vielleicht 2 Jahre oder 1,5 Jahre verfolgt, wo ich war, Bulgarien, San Francisco, London, Wien, da war immer der Herr Wüstern da dahinter. Und da bin ich einmal hier in Wien zu meinem Geburtstag, zu einem meiner Geburtstag, in die Volksschule genommen, in Tschernin-Gasse, wo ich in die Volksschule gegangen bin. Also, da war ich schon 80 Jahre nicht fertig. Und hat mich hingenommen, dort gefilmt, hat sich rausgestellt, nicht, das war die Schule, die haben sich ausgesucht, wer waren die bekannten Absolventen dieser Schule als Kinder, das war eine Volksschule von 6 bis 10 Jahre. Da haben sie gefunden, dass Lise Meitner war eine und der Walter Bader war eine und ich war einer. Und da haben mich die Schüler da, 6-Jährige da getroffen und da habe ich wirklich angefangen, an dieses Thema wieder zu denken. Jetzt wird gesagt um Heimat, also mein, wie ich in Heimat anspreche, ist ganz anders als viele Leute, die da hier ansprechen. Ich bin eine heimatlose Person, das ist ganz klar. Und der Grund deshalb ist nicht, Pulsa hat mir gesagt, eine Frau geheiratet, eine Engländerin, das ganze Leben. Ich war 3-mal verheiratet. Das sage ich nicht stolz, nicht, aber das ist ein Faktum. Und ich bin einige Jahre schon dann alleine geworden. Ich bin teilweise sehr einsam, aber teilweise auch sehr unabhängig. Und ich könnte überall leben. Tue ich auch nicht. Ich pendel zwischen San Francisco, London und Wien. Und ich könnte auch nach Buxtehude gehen, wenn eine nette Frau mich dorthin verführen würde. Aber Buxtehude ist extrem. Ich glaube nicht. Ich glaube, so eine Frau kann ich mir nicht vorstellen. Aber Sie wissen, was ich dabei meine. Und das ist aber auch ein Vorteil. Und da bin ich ganz anders. Ich muss aber gleich sagen, ich bin nicht romantisch über die Heimat. Sache, weil ich mich eigentlich nirgends wirklich zu Hause fühle, aber ich wohne in schönen Plätzen und verschiedenen Sachen, vor allem in den verschiedenen Orten. Nicht? In Wien ist die Oper, in London ist das Theater, in San Francisco ist die Umgebung und so weiter. Aber ich, wo ich arbeite, ich bin jetzt ein Schriftsteller und nicht, ich bin nicht abhängig von anderen Leuten. Wenn man schreibt, ist man ganz allein. Man hat Leute um sich total ununterbrochen herum, haben sie in dem Kopf. Da spielt keine Rolle, ob ich in Wien oder San Francisco, London mache. Also das ist ein ganz anderes Leben. Und ich glaube, es ist teilweise traurig. Auf der anderen Seite ist es auch gut. Es ist gut für jemanden, insbesondere bei meinem Alter. Ich bin ganz sicher, das ist wieder eine schamlose Frechheit, entschuldigen Sie mich da. Aber ich glaube, ich bin jünger als die anderen 3. Insbesondere der alte Bader, der mein Kollege, mein Schüler zur gleichen Zeit wie ich in derselben Schule war. Also, die Kommunikation hat verschiedene Sachen an andere Leute gemacht. Ich glaube, ich bin in dem Prozess ein Weltbürger geworden und nicht ein Bürger eines Landes, einer Kultur, eines Staats. Und ich fahre momentan auch immer ununterbrochen herum. Und es interessiert mich, alle Leute zu treffen, deshalb halte ich gerne Vorträge, spreche mit Leuten, Lesungen und so weiter, weil ich neue Leute treffe. Und spielt mir keine Rolle, ob die von einem Dorf, also nicht Graz, aber neben Graz kommt, oder so von einer großen Stadt, spielt mir keine Rolle. Trotzdem haben Sie einmal gesagt, dass Sie in dem anderen Porträtfilm haben Sie gesagt, dass Sie schon beleidigt waren, dass Wien Sie nicht erkannt hat und dass Sie dass alle Universitäten der Welt, kann man beinahe sagen, oder in vielen Ländern Ehrendoktortitel verliehen haben, nur in
Österreich nicht. In Graz haben Sie es vor einem Jahr bekommen. In Wien bekommen Sie es demnächst, also eine späte Wiedergutmachung. Fühlen Sie sich dann doch von Österreich verstoßen, immer noch? Ja, natürlich. Schauen Sie, auf der einen Seite habe ich gesagt, wenn man rausgeschmissen wird, was bedeutet Heimat? Und ich habe sehr daran das momentan gedacht, weil da mache ich wieder Propaganda. Ich arbeite wieder an einem Buch, und das ist ein interessantes Buch. Sie werden draußen ein Buch sehen, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist, in einem Monat. Also mein einziges bilinguales Buch, auf einer Seite ist Deutsch, auf der anderen Seite ist Englisch. Das ist eigentlich wichtig, das ist so ein interner Dialog. Nicht meine Muttersprache ist Deutsch, ob Sie es wahrscheinlich nicht erkennen können von meinem Deutsch. Heute sage ich, habe eben so einen Akzent. Ich habe, meine Entschuldigung, ich habe 50 Jahre nicht Deutsch gesprochen. Aber, und dann ist wieder zurückgekommen. Aber die Sprache, in der ich schreibe, ist Englisch. Leute sagen, ich habe einen Akzent in Englisch, ich habe einen Akzent in jeder Sprache. Aber eigentlich meine Geburtssprache, die andere ist meine jetzt angenommene Sprache, da habe ich den Dialog in dem Buch. Das Buch dann heißt Tagebuch des Grolls, also wirklich eine scharfe, brutale Sammlung von Sachen, die ich schon Gedichten, die ich vor über 20 Jahren geschrieben habe, in einem fürchterlichen Jahr, mich erst jetzt entschlossen habe, nachdem ich so ungearbeitet habe, rauszubringen. Aber da ist sehr viel autobiografisch dabei. Also nächstes Jahr, ich muss es wirklich zugeben, das tut mir leid, aber ich werde 90 Jahre alt sein, das führt mich. Also 90 Jahre, ich bin dann gesagt, jemand 90 Jahre, das erscheint mir uralt. Ich will aber nicht uralt sein. Aber trotzdem, chronologisch geht es nicht verloren. Und da hat ein Verlag sich entschlossen, er wird etwas tun zu meiner 19. Geburtstag. Das ist eigentlich nett von denen. Und dann bringen wir eine Autobiografie wieder raus, weil die Autobiografie, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, ist schon, die könnt ihr wahrscheinlich noch bei Amazon kaufen, aber die existiert nicht mehr. Und zweitens ist unglaublich viel in den letzten 20 Jahren bei mir passiert. Und gesagt, wie werden wir eine neue Autobiografie schreiben können? Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Über die letzten 20 Jahre, wo ich mich sehr geändert habe und wo ich eigentlich über die Schatten meines Lebens spreche, anstatt über das Sonnenlicht. Und das Buch heißt, von dem ich jetzt arbeite, der Schattensammler, die allerletzte Autobiografie von Carl Jurassic garantiert. Das garantiert, das sage ich Ihnen jetzt, das steht nicht im Titel. Also das allerletzte steht im Titel. Und da schreibe ich nicht chronologisch, ich schreibe über Themen, die ich versteckt habe oder nicht genügend daran gedacht habe. Und ein Thema davon heißt Heimat. Und es ist einfach, obwohl ich es auf Englisch schreibe, Titel ist Heimat, nicht Home, weil Homer ist nicht dasselbe wie das deutsche Heimat. Und ich muss wirklich sagen, ich denke an allerlei Sachen und natürlich, man ist beleidigt, wenn man rausgeschmissen wird. Und ich muss sagen, jetzt, wenn man wieder zurückgeladen wird, ist das teilweise natürlich eine Geste von Reparation, die ich annehme und verstehe. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel davon freiwillig ist und wie viel davon so als obligatorisch höflich angenommen wird. Und man sucht ja noch immer Beweise, wo man wirklich so etwas meint und wo es nur so wienerische Höflichkeit ist. Und ich habe eine Mischung gefunden. Ich gebe ein Beispiel, das mich sehr überrascht hat, schön überrascht hat, wirklich, das habe ich wirklich angenommen, war das vor ein paar Jahren, 2004 ist das österreichische Postamt zu mir gekommen und gesagt, wie wäre es, wenn wir Sie auf eine Briefmarke stellen? Also, erstmal habe ich gelacht. Ich habe gelacht, weil in Amerika ist es unmöglich. Sie müssen tot sein, bevor Sie bei der Briefmarke sind. Am Anfang habe ich mir gedacht, na, vielleicht wissen die Leute, die im nächsten Jahr schon tot sein werden, werden sie rausbringen. Ich habe gesagt, na, warum nicht? Und dann haben wir eine lange Diskussion, was wir draufstellen können, das hat mir sehr gefallen. Und dann muss ich sagen, wenn das sehr ehrlich ist, da steht dort allerlei so eine große Briefmarke. Und auf der Briefmarke steht links oben Carl Jurasse, Romancier und Chemiker, das mir auch gefallen hat. Nicht nur Chemiker, sondern Romancier. Und nicht Schriftsteller, Romancier, da ist was Romantisches dabei. Das hat mir auch gefallen. Als ob ich in einem Café sitzen würde wie Musil oder irgendwann, wenn man da einen Café geschrieben hat, anstatt vor meinem Computer. Aber dann steht, geboren 1923, vertrieben 1938, versöhnt 2003.
Die haben vertrieben gesagt, nicht ein höfliches Wort, exiliert oder emigriert und so weiter. Also das war schon anständig. Und dass sie mir auch eine Briefmarke gestellt haben, wo die meisten anderen Leute, die auf Briefmarke sind, Briefmarken schon tot. Ich noch nicht. Also das hat mich zum Beispiel gefragt. Dann sprechen Sie über die Sache mit der Ehrendoktorate. Also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Akademiker sind, aber Sie wissen ja diese Sache Ehrendoktorate. Das ist ja teilweise lächerlich und teilweise verständlich. Echt, das ist wie, wenn man ein Ehrendoktorat hat, das ist schön. Das ist gewöhnlich eine Bestätigung einer Beziehung zu einer Universität, wo man ein Absolvent war, wo man ein Professor 100 Jahre war oder den Geld gegeben hat und so weiter. Ich habe schon ein paar Dutzend Ehrendoktorate, das kann das nicht mehr das sein, das sind andere Gründe. Also wenn Leute mich fragen, wie viele Ehrendoktorate haben sie, dann sage ich immer, das spielt keine Rolle. Warum sage ich das? Das meine ich doch wirklich nicht. Aber ich will nicht den Eindruck sagen, dass genau sagen 27. Dass er, aha, der Mann zählt hier, das ist wie ein Pilot, da steht ja noch eins hier, nicht? Aber das ist Nummer 28, nicht 27, 28, nicht? So weit, also schäme ich mich natürlich zu tun. Aber ich muss ehrlich zugeben, das ist gar keine Frage, die meisten Akademiker haben gerne Ehrendoktorate. Das wäre blöd, wenn ich sage, das spielt keine Rolle. Das spielt schon eine Rolle. Aber wenn Sie da was reichen, 10, 20, 100 haben, dann ist es etwas anderes, als wenn Sie 1 oder 2 haben. Weil die 1 oder 2 sind von Beziehungen mit einer Universität. Wenn Sie 10 oder 20 oder 100 haben, dann kann das nicht sein. Das muss ein anderer Grund sein. Ein anderer Grund, dass man sie respektiert für ihre Arbeit während des Sammels. Und da habe ich natürlich gefragt, gar keine Frage, weil von diesen paar Dutzend Ehrendoktorate über die Hälfte sind nicht amerikanische, also vom Ausland, von vielen Ländern, in Lateinamerika, in Nordamerika, in Europa und so weiter. Und von vielen Ländern, wo ich überhaupt keine Beziehung, persönliche Beziehung gehabt habe. Da dachte ich, also Österreich soll doch eigenes der Länder sein. Und nicht Österreich, ich bin ja nicht ein Österreicher. Ich bin ein Wiener. Ich bin in Wien geboren. Die ersten 14 Jahre, die ich hier war, das nördlichste, wo ich war, war die Wachau. Das südlichste war das Semmering. Und Kirchberg am Wechsel. Ich war nie in Graz, ich war nie in Linz, ich war nie in Innsbruck. Bregenz könnte ja, aber sei ich Ugadugu sein. Das war schon ganz woanders. Also es war Wien. Und also ich dachte, ja. Und da muss ich sagen, da war ich überrascht, Graz ist eine Stadt, die ich überhaupt nicht gekannt habe als Kind. Ich erst vor ungefähr in den 90er Jahren das erste Mal hier zu einem Vortrag, ich war vielleicht ein halb Dutzend Mal jetzt in Graz, immer für kurze Besuche. Ich habe keine direkten Verbindungen mit Graz, aber das hat mir gefallen, waren sehr nett hier. Und das ist mir vor zwei Jahren, ein Ehrendoktorat gegeben hat, also der TU Graz. Hat mich sehr gefreut, weil es war die erste Beschreibung der Universität. Also hat das wirklich bedeutet, nicht als eine Graz Universität, sondern eine österreichische Universität gegeben hat. Und Sie haben ganz recht, das hat man schon ein Gefühl einer Anerkennung, nicht, wenn ein Land sich rausgeschmissen hat, dass Sie am Ende doch denken, schade, dass Sie rausgeschmissen haben, oder zumindest sagen, es tut uns leid, das zu tun. Und das hat bei der Wiener Universität sehr lange gedauert. Das wird aber am 5. Juni wird es sein. Und das wird amüsant sein für mich. Ich werde ein paar Sachen sagen, die nicht sehr höflich sind. Ich werde ein paar Sachen sagen, tun, die amüsant sein werden und nicht nur seriös. Aber, und das hat mich gefreut, wie ich gehört habe, der Bundeskanzler wird auch dort sein. Und also wir werden sehen, was da passieren wird. Das wird mir halt gut, das hat eine Rolle gespielt, Sie haben recht, das sind eine Gäste, sondern zurückgekommen. Ich muss Ihnen noch ein anderes Beispiel geben. Ich war schon zwischen den 50er und den 90er Jahren, war ein sehr bekannter Chemiker, bevor ich noch in die Literatur gegangen bin, und hunderte Vorträge auf der ganzen Welt gehalten habe. Und in Österreich, in Deutschland, in Europa, habe ich einmal eine Ausgleichung, habe ich in jedem europäischen Land gesprochen, also eingeladen für Vorträge während diesen 40 Jahren, in jedem. Mit Ausnahme von Albanien, von Malta, von Portugal und Österreich. Also Malta und ich zähle nicht Andorra und San Marino, weil sie keine Universitäten mit uns haben. Aber Luxemburg vielleicht oder Latvien und so weiter, war in allen diesen Ländern eingeladen. Also gut,
Portugal, ich habe keine Verbindung gehabt, jetzt war ich schon einmal dabei. Und Malta und Albanien noch immer nicht. Danken die uns. Aber Österreich hat mich gewundert. Aber nicht nur wegen Karl, und lassen wir ihn gleich sagen. Das hat allen meinen Kollegen, die ich gekannt habe. Ich bin ganz sicher, ich habe nicht gehört, aber der Kohn und der Kandel wurden nicht vorher eingeladen, bevor ich den Nobelpreis gewonnen habe. Ungefähr so 10 Jahre oder so. Und ich habe einen Kollegen, einen sehr berühmten Chemiker, John Ross, sehr berühmt, auch in Wien geboren, 2 Jahre nach mir, auch nie eingeladen wurde, erst in den 90er Jahren. Und das ist ein Faktum, das müssen Sie, ich nehme an, sind die meisten Österreicher, verstehen und nicht nur verstehen, sondern anhören. Nicht die Deutschen haben schon über das Thema seit den 60er Jahren gesprochen. In Österreich ist es erst ungefähr um 1990 herum angefangen. Jetzt ist es schon ein Thema und viele Leute sprechen darüber. Und ich habe angenehme Beziehungen, ich muss gleich sagen, es hat mich damals sehr gefreut, dass die Universität, die Medizinische Universität in Graz, mich 2008 eingeladen hat zum 70. Geburtstag, wenn Sie es nennen wollen, des Anschlusses. Mich eingeladen, einen Vortrag zu halten über meine Erinnerungen oder meine Meinung über den Anschluss. Und das war ein wichtiger Vortrag für mich hier in Graz. Und war wieder die erste Stadt oder Organisation, die mich eingeladen hat, darüber zu sprechen. Graz war eine sehr antisemitische Stadt zu meiner Zeit, meiner Jugend war. Also das bedeutet schon etwas. Bedeutet, dass diese Stadt zumindest, teilweise auch das Land natürlich, sich angefangen zu ändern. Und das gefällt mir. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, haben Sie ja in Ihrem Vortrag nach 70 Jahren Wiener Amerikaner oder amerikanischer Wiener auch auf die letzten Wahlen Bezug genommen, wo die Strache-Partei, nenne ich sie mal so, weil die Namen vergisst man ja, die sie dauernd wechseln, wo sie sich über diese xenophoben Ergebnisse gewundert haben. Ich fand, dass Sie darauf sehr zurückhaltend geantwortet haben. Entschuldigen, zurückhaltend? Nein, ich habe es aggressiv beantwortet. Ich muss Ihnen gleich sagen, ich habe vor 2 Tagen wieder darüber gesprochen, bei einer sehr konservativen, superkatholischen Gesellschaft, wo ich, wie du es selbst gesagt habe, Österreich, ich habe einen guten Vergleich dafür gebraucht und brauche noch immer. Österreich und Bulgarien. Natürlich für mich auch eine wichtige Verbindung, weil mein Vater war ein bulgarischer Jude, also ein sephardischer Jude, meine Mutter war eine Wienerin, eine Aschkenasi-Jüdin, obwohl ich die meiste Zeit hier in Wien verbracht habe. Irgendwie haben wir immer Deutsch gesprochen und ich mich eigentlich als Wiener nicht als an Bulgarien angeschaut habe. Das ist sehr interessant. Die zwei Länder sind ungefähr dieselbe Größe. Also Österreich ist ja nur 8 Millionen oder weniger. Genauso alt, 17% der Bevölkerung über 65 Jahre alt. Genauso wenige Kinder, 1,4 Kinder pro Familie. Also man braucht 2,1, um sich überhaupt zu behalten, nicht einmal zu vergrößern. Und was passiert? Die Schätzung ist in den 40 Jahren 2050. Österreich, das jetzt 8,3 Millionen Einwohner, wird 8,8 haben. Bulgarien, das jetzt 7,7 hat, wird 5,3 haben. Als das erste Land vom Standpunkt der Erniedrigung der Bevölkerung, das ärgste Land auf der ganzen Welt, Bulgarien. Österreich ist okay, nächstes wächst. Langsam, warum? Also nur wegen der Immigration. Ich spreche nur demografisch, ich spreche nicht, was das kulturell meint, von wo die Immigranten momentan kommen. Ich spreche demografisch, weil wenn ein Land wie Österreich und wie also die ganz rechte Partei, die damals so viele, insbesondere junge Wähler gewonnen hat, und ich habe mir gesagt, sie sind ja naiv, wenn die wirklich glauben, dass sie eine xenophobische Tendenz haben sollen, wo sie keine Fremden mehr hier haben wollen, dass sie in einer Insel in Europa leben, wo sie allein ihre Berühmte leisten und nicht eigentlich denken, was da passiert, ist das ein nationaler Selbstmord in 100 Jahren. Weil das Land wird älter und älter und weniger. Und wer wird für die alten Leute arbeiten, die natürlich alle sofort pensioniert werden wollen? Und das ist natürlich
Problem. Ich habe gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder werden sich die 30%, die jetzt auf die ganz Rechten wählen, müssen sofort entschließen, drei Kinder pro Familie zu haben, nicht 1,5. Oder, das einzige Logische ist eine Immigration. Da was für eine Immigrationspolitik sie da hier haben, ist eine ganz andere. Ich kann nicht sofort vorschlagen, dass sie auf 500.000 anatolische Bauern hierher bringen oder wollen, oder sie wollen, oder was weiß ich von Nigeria. Ich denke es nur an, nicht weil es mir eine Rolle spielt, aber weil das natürlich auf die kulturellen, teilweise auch rassistischen Argumente rausgeht. Aber Amerika ist ja auch ein sehr rassistisches Land. Aber trotzdem lebt es von der Immigration. Also man muss einfach logisch darüber sein. Und ich spreche öfters über das. Ich habe damals ja geschrieben, dass die, was mich wirklich beeindruckt hat, ich habe über die positiven Sachen der Änderung hier Österreichs gesprochen, Standpunkt, was Graz jetzt für mich gemacht hat, oder Österreich. Wie mache ich es weiter? Und dann zu lesen, dass in der Wahl, die erste Wahl, wo 16-Jährige schon angefangen haben zu wählen, also von 18 auf 16, ich kenne überhaupt kein anderes Land, wo man mit 16 Jahren schon wählen kann. Also man nimmt an, dass sie schon erwachsen sind und so sich aufstellt, dass sie ja eigentlich 30% oder 60% dieser Leute Idioten sind. Entweder Idioten sind oder total falsch ausgebildet werden und nicht die Fakten, die österreichischen Fakten der Überlegung, demografisch und anders überhaupt, zumindest daran denken. Nicht, wenn sie so eine xenophobische Tendenz haben, dann müssen sie zumindest logisch sagen, wie sie es überleben wollen. Man kann nicht beides sagen. Man kann nicht sagen, wir wollen keine Ausländer überhaupt hier haben, wenn wir wollen nicht, dass sie sie assimilieren. Ich verstehe total, wenn sie sagen, sie sollen Deutsch lernen, ich bin ganz einverstanden. Ich finde, wenn Immigranten nach Amerika kommen, sollen Englisch sprechen. Also, was sie zu aussprechen, spielt mir keine Rolle. Aber ich muss ihnen auch gleich sagen, jetzt spreche ich wirklich, muss ich sagen. Wie sie mich da eingeladen haben, diese Schule, diese Volksschule von mir, also wie ich da hingegangen bin als Kind, da waren glaube ich 40% der Schüler Juden. Das war in der Leopoldstadt im zweiten Bezirk in Wesen. Diesmal, also das zweite Mal, als ich zurückgekommen bin, bin ich mit Schülern in der ersten Klasse gesessen. Das waren alle 6 Jahre alt. Das war mein Geburtstag, da war ein großer Tisch, da war die ganze Klasse, 20 Schüler. Da habe ich rumgesessen, da war der Geburtstagskuchen von mir, ein wunderschöner, der mit Marzipan ein Paul-Klee-Bild gehabt hat. Und sie haben mir gesagt, ich soll ihn schneiden. Ich wollte meinen Lieblingsmaler drauf und da abschneiden. Haben wir tun müssen. Und da, die Kinder sind sehr brav herumgesessen. Und da hat die Lehrerin gesagt, also, jetzt steht der eine nach dem anderen auf und sagt, Happy Birthday, Herr Professor Gerassi, in ihrer eigenen Muttersprache. 20 Schüler, 13 Sprachen. Hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, positiv. 13 Sprachen. Von den anderen 7, glaube ich, waren nur, ich kann mich nicht erinnern, aber es waren nicht mehr als 5, die wirklich sogenannte wirkliche Österreicher waren, österreichische Wiener waren. Ich muss sagen, das hat mich sehr positiv beeindruckt. Die haben es alle aufs Deutsch. Am Ende, die lernen es auf Deutsch. Die nächsten 4 Jahre, das sind nicht auf, die Sprachen waren Albanisch, Rumänisch, Bosnisch, Bulgarisch, Indisch. Ein Chinesisch, es war unglaublich, sehr beeindruckend, muss ich Ihnen gleich sagen, Polnisch. Also die haben hauptsächlich Osteuropäisch, aber sie vergessen ganz, was das Kaisertum hier war. Wo haben sie das gute österreichische Kochen gelernt? In Ungarn und in der Tschechei, nicht in Wien, nicht meine Lieblingsknödel kommen von dort. Also diese Mischung war eine positive Mischung, nicht eine negative. Also ich habe gedacht, ich will eine Zukunft gesehen von diesem Standpunkt aus. Und natürlich das Wichtige ist die jungen Immigranten. Dass man aber nicht so eine nur die Immigration, die jetzt demografisch Österreich hilft, ist ja eine total ad hoc und sogar illegale Immigration. Also Leute kommen her und so, am Ende sind sie hier. Das ist nicht, ich spreche nicht von einer Kontrolle, sie herauszuschmeißen, ich spreche von einer nicht von einer Kontrolle, aber eine Art und Weise, das ist eine wunderbare Qualität des Lebens eigentlich hier, Leute einen Vorteil zu geben und vorschlagen, warum sie eigentlich herkommen sollen, teilweise als Immigranten. Und entschuldigen Sie, wenn ich noch etwas sage, weil eigentlich jetzt ein sogenanntes, wie nennt man das, captive public, also die sind höflich da, die verschwinden nicht. Und dann möchte ich noch etwas sagen, was ich sonst nicht gelegen habe.
hätte es zu sagen. Leute haben ganz vergessen, was man in Amerika in den 60er Jahren gemacht hat. Amerika ist ein Immigrationsland. Aber ein Immigrationsland, das auf Quoten basiert ist. Und die Quoten bis vor relativ kurzer Zeit waren immer sehr eurozentrisch. Und es war immer der Geburtsplatz, nicht die Staatsbürgerschaft. Also Quoten für England, Deutschland, Skandinavien, so weit, Österreich, waren sehr groß relativ. Und die gegen Asien war fürchterlich, Indien, China und so weiter, sehr begrenzt. 1960er Jahre, sehr viele Leute scheinen sich daran erinnern oder überhaupt zu wissen, und die Österreicher wollen das lernen. 1960er Jahre haben sich entschlossen, die Quote für Indien, das eine miserable war, das zweitgrößte Land der Welt, zu ändern, indem sie einigen Hunderttausend von Indien das Erlaubnis gegeben, nach Amerika zu emigrieren, aber nur Leute, die eine sehr gute Ausbildung haben. Die haben Universitätsausbildung, die waren Ingenieure, Doktoren, Professoren. Also die haben sie alle hergebracht. Ich unterrichte an einer der besten Universitäten in der Welt, Stanford University. Das ist unter den ersten 10. Es gibt keine Wiener, österreichische Universität, die in den ersten 100 ist. 40% unserer Studenten und 40% ungefähr der University of California, die auch unter den 10 besten ist, 40% sind asiatisch jetzt. Ich muss sagen, wie ich angefangen habe als Professor in den 60er Jahren, waren es sehr wenige. 40%. Die müssen die Besten von allen sein. Also, das beweist etwas. Und was interessant ist, mich besonders interessiert, sind die indischen Studenten. Weil auf einmal, Anfang in den 80er Jahren, haben wir mehr und mehr indische Studenten bei uns gehabt und jetzt sehr viele, die alle Kinder sind von diesen Immigranten, also schon in Amerika geboren. Und sie sind total assimiliert, mit Ausnahme, die sie noch ihre persönliche Kultur von Indien haben. Es gibt keine religiösen Probleme mit Leuten von Indien oder Japan oder China sowieso, aber nicht, die haben auch ihre eigene Kultur, aber sie sind Amerikaner. Und ich muss sagen, das hat unsere Universität und unser intellektuelles Leben sehr vereinfacht und verbessert. Wenn Sie nur zu Google gehen, Sie kennen alle diese Firmen, die tausende von Leuten. Die wurde vor 10 Jahren von 2 Stanford-Studenten gegründet, die waren noch nicht einmal in den Doktorat gekommen, haben es nie gekommen, die haben sie gegründet, sind dann weggegangen, die jetzt Milliardäre. Einer war ein Migrant von Russland und der andere war von einer ersten Generation in Amerika geboren. Wenn sie zum Google Campus gehen, wo sie tausende von Leute haben, durchschnittlich sind die 28 Jahre alt, über 50% sind asiatisch, Indien, Chinesen, Japaner und so weiter. Geben Sie ein Beispiel. Also ich muss sagen, Genetiker wissen das natürlich. Der Grund, warum die spanischen Habsburger ausgestorben sind, ist natürlich immer nur, dass sie genetisch immer nur sich selber da reproduziert haben. Also die spanischen Habsburger werden noch immer leben, wenn sie das anders gemacht hätten und nicht alle Hämophilie gekriegt hatten. Also ich habe es genug gesagt. Ja, ich würde sagen, das war ein Ausblick, was in Österreich vielleicht besser gemacht werden könnte, um das Land noch lebenswerter zu machen. Es ist ja lebenswert, nur ist das unbegreiflich auch für mich als Deutscher, dass ein Volk, das so freundlich, gastfreundlich und perfekt ist, dann solche reaktionären Tendenzen hat. Es ist wirklich unbegreiflich, vor allem wenn man daran denkt, dass Wien zum Beispiel zu 40% eigentlich aus Böhmen besteht, die ja sozusagen die Immigranten vor 800 Jahren waren, dann ist mir das eh unbegreiflich. Aber das ist eine Aufgabe, die vielleicht an der Grünen Akademie noch mehr herausgearbeitet wird. Also in der Grünen Akademie natürlich würde ich damit, das ganz die Lösung, meiner Meinung nach, ist natürlich Ausbildung. Was sie mit den alten Leuten machen, na, Salavi, die werden ja sterben. Aber was sie in den Volksschulen, was sie in den Gymnasien, in den Schulen unterrichten, das habe ich gesagt, zumindest sollen sich die Demografie, die demografischen Fakten Österreichs erklären. Sie müssen erklären, sein Land ist eines der ältesten Länder der Welt. Wir
fast schon ist, aber noch nicht ist, älter und älter wird, dass wir eine Träume haben, dass jeder vom Alter von 61 pensionieren wird oder 65, und wenn man sagt, wir sollen bis 67 warten, dann gibt es fast eine Revolution und so weiter. Wenn die Leute diese, wenn man die zumindest mathematisch erklärt, wenn sie sagen wir 8 Jahre sind und 10 Jahre sind und noch wiederholen, wenn sie 12 Jahre sind und 14 Jahre, dann ist das was anderes. Ich glaube, die meisten jungen Leute denken nicht daran, anstatt dass sie nur schlecht oder blöd oder total reaktionär sind. Also ich glaube, das habe ich damals versucht, da bei diesen, da haben sie einen Artikel im Standard, ich habe da einen Artikel über den Standard geschrieben, ich muss sagen, die Antworten, die dort erschienen sind am Web, die haben ja nicht alle, also allerlei haben mir vorgeschlagen, soll wieder zurückgehen, wo ich gekommen bin. Und gut, leider, San Francisco ist nicht ein schlechter Platz, kann ich sagen. Aber Wien ist auch ein schöner Platz und ich werde nicht erlauben, diesen Leuten hier zu sagen, dass ich wieder weggehen soll. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Ich habe jetzt einen österreichischen Pass, also bitte, nicht? Ich bin in Wien geboren, ich habe einen österreichischen Pass, auch einen amerikanischen. Also ich werde da sein, wenn ich da sein möchte. Aber ich muss so sagen, deshalb interessiert mich hier natürlich, was mit diesem Land passiert. Und ich muss sagen, deshalb schreibe ich jetzt die Art und Sachen, über die ich jetzt schreibe. Gut, das wäre jetzt ein gutes Ende für unsere Diskussion hier am Tisch. Wenn Sie Fragen haben, bitte. Sie sind herzlich eingeladen. Sie wären ja nicht österreichischer Wissenschaftler geworden, nach Ihrer Darstellung, sondern ein Wiener guter Arzt wahrscheinlich. Trotzdem interessiert mich, wie haben Sie nach dem Krieg die österreichische wissenschaftliche Szene erlebt? Haben Sie da irgendwelche Kontakte gehabt, wo ja hauptsächlich an die alten Austrofaschisten und Nazis bis in die 70er Jahre in den Ämtern gewesen sind? Wie hat sich die österreichische wissenschaftliche Szene für Sie dargestellt? Und heute Kontakte? Gute Frage. Nicht nur gute Frage. Ich habe gestern einen Vortrag in der Universität gehalten. Die haben ein Buch herausgebracht für meinen 85. Geburtstag. Hat 4 Jahre gedauert, bevor sie das Buch rausgekommen. Aber es war ein Hörsaal, Jugendstil-Hörsaal der Universität. Hat sich herausgestellt, dass ich ein paar hundert Meter weit von dort geboren bin. Ich war im alten allgemeinen Krankenhaus, der Campus jetzt. Dort war ich geboren. Und Ihr Vater hat studiert. Und mein Vater hat dort studiert, da haben sie mir, das war sehr schön, gestern haben sie mir die Zeugnisse von meinem Vater gebracht, wie er da 1911, 12, 13, 14 studiert hat, Medizin studiert hat. Und da habe ich dann gedacht, schaute die Wiener Universität und die Zeit, wenn die damals darüber gesprochen haben, wer sind die 500 besten Universitäten der Welt, dann würde Wien, insbesondere der Medizin, eine der besten gewesen sein. Und wenn du daran denkst, an den Liebenpreis, über den der hier gesprochen hat, da war da, wenn du schaust, wer die Leute waren, die den Liebenpreis gewonnen haben, 3 oder 4 von denen waren dann nach Nobelpreis, bin alle Österreicher, nicht? Jetzt die Österreicher, die jetzt den Nobelpreis gewinnen, sind in der Literatur, Jelinek, viele Leute haben sich da vorziehen oder jemand angewiesen wäre. Aber ich muss sagen, das habe ich schon wirklich daran gedacht. Was ist passiert nach dem Krieg? Ich habe mir gesagt, die meisten bekannten Naturwissenschaften, ich spreche über Naturwissenschaften, wurden nie eingeladen hier, aber da war nicht mein Grund, sie einzuladen. Ich habe keine Idee gehabt, wer was da hier gemacht hat. Ich habe so allerlei junge Österreicher, insbesondere viel mehr Deutsche, aber junge Österreicher, Postdoktoranden gekommen, die zu mir nach Stanford gekommen mit mir studiert haben. Die sind aber nicht zurück nach Wien gekommen. Einer von denen kam gegangen, wurde dann Professor in Köln, ein anderer in Braunschweig. Also die sind dann weiter emigriert, aber die waren Österreicher. Aber es war eigentlich nicht einmal ein Grund. Ich habe die österreichische chemische Literatur war ein Nichts für mich, eine Wüste. Und das ist natürlich ein Beweis, also nicht, weil ich die nicht lesen wollte, aber nichts dort passiert in meinem Gebiet. Und wenn die jetzt, also ich spreche nicht über die Qualität des Unterrichts, kann ich nicht schätzen, weil ich ja nicht ein Student da bin. Aber die Resultate sind natürlich tragisch. Aber es hat angefangen, sich zu ändern.
Das ist gar keine Frage in gewissen Gebieten. In Wien zum Beispiel, weil die habe ich jetzt besucht, in der Nähe, wo ich wohne, die haben zum Beispiel zwei Institute, das INBA, das Institut für Molekularbiotechnologie und dann das Institut für Molekularpathologie und das ganze Biozentrum in der Nähe der Dr. Boergasse im dritten Bezirk. Das ist schon international bekannt. Sie haben eine Gruppe in der Physik unter, sagen wir, Zeiliger. Die international bekannt ist. Das Interessante ist, wenn Sie zu diesen Instituten im Biozentrum gehen, ist die einzige Sprache der Bevölkerung Englisch, nicht Deutsch. Und wenn ich anschaue, die Leute sind, ich glaube nicht mehr als 50% sind Österreicher und das ist eine gute Mischung. Nicht gesagt, dass ich nur Ausländer habe, wäre Unsinn. Aber zu sagen, dass man eine Elite-Universität hier oder überhaupt in der Welt haben kann, die nur von Leuten vom eigenen Land bestehen, ist eine Illusion. Man kann nur sagen, sie haben ein ausgezeichnetes Forschungsinstitut, international, wenn Leute vom Ausland herkommen wollen und auch hier arbeiten wollen. Und von dem Standpunkt aus ist meiner Meinung nach Wien oder Österreich, ich spreche jetzt über Wien, weil ich Wien hauptsächlich gut kenne, ein idealer Platz. Einfach vom Qualitätslebensstandpunkt, von jedem, nicht nur Schönheit, aber wirklich Qualitätsleben, ist das ausgezeichnet, das ist gar keine Frage. Und Wien stand meiner Meinung nach viel besser als in den Vereinigten Staaten. Also man könnte, leider sprechen die Deutschen wieder, das ist ein Problem, das die Leute haben, nicht wir hier. Und bei diesen Instituten, weil in der Wissenschaft ist die Lingua Franca Englisch. Nicht? Es gibt ja keine große Wissenschaft. Zeitschrift mehr, die in einer anderen Sprache herausgebracht wird. Die Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft und so weiter, seine traditionelle, da sind sie nur auf Englisch jetzt. Hat die Deutsche das auch angenommen. Also man könnte das hier tun, gar keine Frage. Aber ich glaube, man braucht da wirklich das Universitätssystem wirklich zu ändern. Das ist eine ganz andere Sache jetzt, für das so lange dauert. Man kann das leicht tun, wenn man das tun will. In diesem Land ist das schwer zu tun, weil es so politisch ist. Hat so viel mit den Parteien zu tun, anstatt eigentlich mit der Idee, was wäre gut für Österreich und nicht für die gerade vier Parteien, die da hier sind. Aber ich glaube, man kann schon etwas machen, ob man das schnell genug macht, ist eine andere Frage, aber es ist nicht hoffnungslos. Aber ich muss gleich sagen, was Sie gefragt haben, wie ich die österreichische Wissenschaft anschaue, in meinem Gebiet, und ich meine nicht nur spezialisiert, nicht in der Chemie, es ist sehr mediocre. Es wird jetzt besser, gar keine Frage. Wird besser. Ich hätte eine Frage, weil Sie geografisch auch mit Bulgarien zu tun haben. Oder zwei Fragen eigentlich. Erstens, ob Sie heute mit dem Land auch noch Kontakt haben. Ich glaube, ich habe vorher gehört, dass Sie öfters nach Wien oder ab und zu hinfahren. Entschuldigung, habe ich durch das Feste. Ob Sie jetzt auch noch mit Bulgarien Kontakt haben, weil er Bulgarien. Ihres Vaters dann herkommt. Und das Zweite, Bulgarien hat ja in der Zeit des Zweiten Weltkriegs sich gegenüber der jüdischen Bevölkerung doch etwas gemäßigter verhalten, als es hier war. Haben Sie sich damit auch beschäftigt oder haben Sie es, wie schätzen Sie es ein, nachdem ja ein Teil Ihrer Familie, nehme ich mal an, auch in der Zeit ja. Bulgarien die Antwort, wenn du die Frage gehört hast, in Bulgarien, die Antwort ist für alle Sachen, die gesagt haben, ja. Ich komme ungefähr jede 3 Jahre hin, weil ich eingeladen werde nach Bulgarien, sonst habe ich keinen Grund hinzugehen. Ich habe weder Verwandte hier noch in Bulgarien. Also ich habe einen Cousin, der nicht in Bulgarien, der ist von Amerika wieder zurück nach Bulgarien gegangen, weil er dort jetzt mit einer Bulgarian Foundation zu tun hat. Aber sonst habe ich keine Verbindungen, Freunde, Überlebende, irgendetwas. Aber die laden mich ein. Und das ist eine Art und Weise, in der ich immer hingehe, nämlich die führen meine Theaterstücke auf Bulgarisch in vielen anderen Ländern, was nicht der Fall hier ist, muss ich sagen, in Österreich leider. Die sind schon in viele Sprachen übersetzt. Aber die Geschichte der bulgarischen Juden, die sehr wenig bekannt ist, hat mich natürlich sehr beeindruckt. Nicht? Es gibt sehr wenige Länder, es gibt eigentlich nur 3 Länder. Ich habe gedacht, es gibt nur 2 Länder, nämlich Dänemark und Bulgarien, wo alle Nationaljuden, also die bulgarischen und die dänischen Juden, den ganzen Krieg überlebt haben. Die Situation in Dänemark war anders als Bulgarien, weil Bulgarien war natürlich ein Teil der Achse, die waren auf der deutschen und italienischen Seite und trotzdem haben alle bulgarischen Juden, die 50.000, das überlebt. Mein Vater hat den ganzen Krieg dort verbracht, hat nicht emigrieren können, erst nach dem Krieg.
Also das ist natürlich, und Bulgarien war nie ein antisemitisches Land. Nie. Das ist ein sehr interessant, im Gegenteil zu den Umgebungen, sagen wir Rumänien oder teilweise Griechenland und so weiter. Aber die andere Sache, die mich sehr interessiert in Bulgarien, hat mit der vorigen Frage zu tun, nämlich der Ausbildung. Und ich gehe nächstes Jahr, ich weiß schon genau wann, am 12. Mai, nächstes Jahr, um den Vortrag, also wir nennen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch nennen wir das Commencement Address. Wenn die Universität das Ende des akademischen Jahres, bei uns gegen alle Graduierten erscheinen mit den Kleidungen, akademischen Kleidungen, und jemand gibt eine inspirierende Rede, und zwar, ich habe nicht gewartet, wie ich das halten werde. Ich habe das schon in den einigen Universitäten, bei meinem Alter ladet man mich ein, solche Sachen zu tun. Und das habe ich schon einige Mal gemacht und das freut mich, das dort zu machen. Was ist die Universität? Das ist nicht die, ich spreche nicht über die Universität Sofia, die gehört seit schon den ersten 1000 Universitäten, nicht einmal den ersten 500. Aber seine neue Universität, die 15 Jahre jetzt alt ist, und die heißt die Amerikanische Universität in Bulgarien. Die ist nicht in Sofia, sondern in einer kleineren Stadt, die Blagoevgrad heißt. Die wurde von Soros gegründet, vor 15 Jahren, und die Idee war, eine amerikanische Universität, also wie wir das amerikanische System, Liberal Arts, dass man also am Anfang erst allerlei Gebiete studieren muss und nicht sofort sich entscheiden muss, wo man, was man sich spezialisieren wird, mit Lehrern, die hauptsächlich von Amerika kommen, eine solche Universität im Osten zu gründen, für die Ostländer. Das war natürlich die Idee von Soros vor ungefähr 15, 20 Jahren. Und er hat gesagt, also wir gründen das in Bulgarien. Er hat überhaupt keine bulgarische Verbindung, er wäre ein Ex-Ungar-Flüchtling. Und dann ist Bulgarien ausgebucht. Also es gibt maximal 30% bulgarische Studenten. Ich habe schon ein paar Vorträge dort gehabt. Ich war unglaublich beeindruckt. Die Studenten kommen von Mongolien bis Albanien. Mongolien, Turkmenistan, Kasachstan, Belarus, Albanien, Bosnien, Mazedonien. Und zwar eine unglaubliche Mischung. Ich muss sagen, die Qualität der Studenten ist unglaublich. Der Grund natürlich, die müssen mit Prüfungen reinkommen. Die müssen zahlen. Das ist nicht frei. Also ich kann mich erinnern, ich habe da eine Mongolin getroffen. Ich habe gesagt, das ist ganz klar. Die war 22 Jahre alt. Ich bin ganz klar, in 10 Jahren wird sie entweder der mongolische Botschafter in Washington sein oder der Bundeskanzler, wenn sie den Bundeskanzler in Mongolien geht. Und sie hat mir erzählt, ihre Großmutter, die noch einen Zelt lebt. Ich meine, da habe ich eigentlich von Turkmenistan getroffen. Unglaublich, jede von denen haben drei oder vier Sprachen gesprochen. Perfektes Englisch. Und alle gehen nachher, um ihr Doktorat und so weiter in den Staaten zu kriegen. Also, das kann man tun. Ich bin nicht sicher, dass diese Leute, die dort graduieren, es ist ja nicht eine große Universität, ungefähr 1200 Studenten, da kann man natürlich eine Qualitätsuniversität, eine Qualitätsausbildung kriegen, neue Gebäude ausgezeichnet. Ob sie in Bulgarien bleiben, die bulgarischen Studenten, habe ich keine Idee. Aber das spielt ja keine Rolle. Es ist trotzdem interessant, dass sie dort, also die machen die in eine kleine Stadt in Bulgarien, nicht Sofia, eine wirkliche, absolute Elite-Institution. Das ist nicht eine Elite-Institution für Bulgarien. Ich kann sagen, von den amerikanischen Bedingungen aus, kann ich beweisen, ist das eine Elite-Universität von jedem Standort. Und es gibt noch eine interessante, wie ich nach Bulgarien von Wien gekommen bin, also ins Gymnasium dort gegangen ist für ein Jahr, bevor er emigriert ist, bin in eine Schule gegangen, die hat geheißen das American College of Sofia. Also College nicht im amerikanischen Sinne, sondern College, wie die Engländer meinen, also Gymnasium. Das war das beste Gymnasium damals in Bulgarien, in Sofia, ein Internat. Dort habe ich Englisch gelernt. Nachdem die Kommunisten es übernommen haben und es kriegen, haben sie es geschlossen. In den späten 70er, 80er haben sie wieder eröffnet. Ich bin schon einige Male hingegangen. Das ist das beste Gymnasium in Bulgarien. Alles ist auf Englisch natürlich. Die Prüfungen, die sie machen, sind genau dieselben Prüfungen, die man in Amerika gebraucht. Die sogenannten SATs, also sind die Prüfungen, die sie brauchen, um in die besten Universitäten zu kommen. Harvard, Stanford, Yale, Princeton.
Universitäten, wo sie einen Studenten von zehn wollen hinkommen, nehmen maximal einen an. Diese Leute kommen in die besten amerikanischen Universitäten. Harvard, Stanford, Princeton und so weiter. Das ist der Beweis, dass die Ausbildung in dem Gymnasium international Qualität ist. Also das bedeutet nicht, dass die anderen Gymnasien sind. Ich kenne gar nicht die bulgarischen Gymnasien. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel. Ich gebe Ihnen das Beispiel der amerikanischen Universität in Blagojevka. Und da bin ich wieder optimistisch. Was mir aber so gefällt, insbesondere an der amerikanischen Universität in Bulgarien, wo niemand sonst emigriert an dieses Land, von diesem Standpunkt aus, ist es ein Fokus, der junge Ausländer hinbringt. Aber die Qualität des Lebens in Bulgarien ist nicht so, dass sie nur bleiben werden. Stellen Sie sich an, Sie machen das hier in Wien. Das ist eine ganz andere Sache. Ich würde sagen, die werden nie weggehen. Ach, Wien, ich sage immer Wien, entschuldigen Sie. Ich bin jetzt in Graz, in Österreich. Also, ja, das hat mir bei den Bulgarien gefallen. Ich gehe noch dahin. Ich gehe nächstes Jahr wieder hin, zweimal sogar. Bitte, Sie machen, glaube ich, erst. Ich hätte eine persönliche Frage. Ich habe Sie so zwischendurch fotografiert und ich habe eigentlich bewundert Ihre Haut. Sie haben eine Spannkraft im Gesicht, das ist unwahrscheinlich. Das ist jetzt meine Frage, ist das eine hormonelle Geschichte oder was essen Sie? Wie kommt das? Ja, ich gebe Ihnen die Adresse meines kosmetischen Chirurgen, den ich noch nicht gefunden habe. Nein, schauen Sie. Das ist eine nette Schmeichlerei. Sie können sagen, einen guten Geschmack. Aber nein, ich habe keine Antwort dafür. Bitte? Aber hat das irgendwas damit zu tun mit dem, was Sie eigentlich beruflich gemacht haben? Beruflich ist gar keine Frage. Gar keine Frage, dass ich jetzt schon tot sein soll. Ich will Ihnen gleich sagen, weil wir Chemiker meiner Generation, also wie ich war am Anfang im Laboratorium, haben ununterbrochen mit Benzin gearbeitet. Das ist natürlich ein fürchterliches Gift jetzt. Wir dürfen nicht einmal geflossene Flaschen von Benzin in unserem Labor in Stanford haben. Und ich habe das fast getrunken und eingeatmet. Also, da soll ich schon tot sein. Nein, ich glaube es nicht. Das ist ganz klar, was es ist. Das hat etwas mit Genetik zu tun. Und insbesondere eine Mischung haben, nicht? Meine Mischung ist also, würde ich sagen, wienerisch-bulgarisch. Die Bulgaren, der Name Jassy ist nicht ein bulgarischer Name. Die Juden in Bulgarien sind halt von Spanien gekommen, vor hunderten von Jahren, wie sie von dort ausgetrieben sind. Denn, wie wir wissen, die meisten Juden im Balkan kommen von Spanien seit dem 15., 16. Jahrhundert. Also da haben sie die spanische Mischung, da haben sie die wienerische, österreichische Mischung, die bulgarische Mischung. Ich glaube, das ist das Genetische. Mischungen sind immer am besten. Ja, immer. Schauen Sie, ich habe einen Sohn, also meine zweite Frau, der 25 Jahre verheiratet war, das war nicht eine Spielerei. Und die dritte vorher 20 Jahre, also bitte, damit Sie nicht glauben, ich heirate jede zwei Jahre. Also meine zweite Frau, die war halb schwedisch, also ihr Vater war schwedisch, ihre Mutter war englisch, also von England. Der Vater ist schwedisch geworden. Und also mein Sohn und der andere Großvater war bulgarisch und der andere war, sagen wir, der Vater war wienerisch. Also eine gute Mischung. Und ich glaube, das ist sicher viel besser. Danke. Sind 20, glaube ich, oder? Waren Sie der? Ja, bitte. Nein, ich wollte fragen, Sie über das Niveau der Universitäten, der österreichischen. Und ich weiß, dass Sie das Ranking da, also wenn wir eine Universität unter den ersten 300 haben, sind wir gut. Ich glaube nicht, dass wir besser sind. Aber was streben Sie an? Sie haben sehr positiv über Bulgarien gesprochen, also über eine Elite-Universität. Wir sind in unserem Land doch auf dem Weg zu einer Massenuniversität, dass jeder kann, jeder darf, jeder soll. Und das Ganze kostenlos. Was ist Ihre Idee, wie man das Niveau verbessern kann, einerseits? Und was ist Ihre Einstellung zur Situation, jeder soll, jeder kann? Gut, ich habe sehr stark, wir haben gesehen, ich bin eine Person, die ununterbrochen Meinung über alles hat. Und ich habe eine sehr starke Meinung darüber. Ich würde sagen, wenn Sie mich da jetzt bei meinem Alter für zwei Jahre den
Minister für Unterrichtung da wollen, das wäre nicht eine schlechte Wahl, kann ich gleich sagen. Sie sind garantiert, dass ich nicht lange da sein werde, dass ich ein primitives Deutsch spreche und nicht also mit komplizierten, höflichen, komplizierten Sätzen. Aber ich muss gleich sagen, aber meine Meinung ist nicht eine populäre, mir ist ganz klar, dass es ein Land sein kann, wo man ein fast ideales Land, wo man das ändern kann. Gar keine Frage, weil die Qualität des Landes ist. Und fundamental, wenn ich dann an meine Ausbildung, österreichische Ausbildung, die 4 Jahre, ich habe nur 4 Jahre im Gymnasium, ich habe 8 Jahre, nicht mehr, 14 Jahre bin ich weggegangen. Also die ersten 4 Jahre des Gymnasiums, was ich da gelernt habe, was ich bis jetzt noch nicht erinnern kann. Ich habe schon 4 Jahre Latein gelernt. Ich muss sagen, das war eine ausgezeichnete Ausbildung. Ich habe 2 Jahre dann übersprungen kommen, wie ich dann nach Amerika gekommen bin. Also die Basis des Gymnasiumsunterrichts gibt es noch, nicht die Qualität, ich spreche die Basis, die Matura, die 8 Jahre und so weiter. Aber es hat es bewiesen, wie ich ins Gymnasium hier gegangen bin, ich kann mich erinnern, es waren ungefähr 20%, die ins Gymnasium gegangen sind. Die Annahme, dass Ausbildung total demokratisch ist, stimmt nicht, kann nicht sein. Und insbesondere, je höher sie geht, also ich spreche nicht über Volksschule, je höher sie gehen, wird das mehr und mehr Elite ist. Auf der ganzen Welt. Hat nicht mit Österreich zu tun. Das muss man annehmen. Also die demokratische Sache ist, jeder österreichische Student hat das Recht, an so eine Universität zu gehen, wenn er beweisen kann, er oder sie, dass sie es wirklich tun können. Und tun können in einem Standard, den man dann etabliert. Und der hat nicht zu sagen, sie sind nur eine Person, die eine Matura irgendwo gehabt hat, dann können automatisch hinkommen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, dass es nichts kosten soll, überhaupt nicht kosten soll, ist eine naive Illusion. Weil am Ende, sie zahlen sehr viel dafür, aber sie zahlen das in einer Art und Weise durch eine Steuer, die einen sehr großen Nachteil hat. Nämlich die Studenten glauben alle, dass sie das automatische Recht haben, an eine Universität zu gehen, das automatisch dann nicht sehr viel wert ist. Und wenn sie weggehen, haben sie überhaupt keine Loyalität an die Universität. Ich glaube, sie kauft einen einzigen österreichischen Absolventen, ob das in Graz ist oder in Wien oder in Innsbruck und so weiter, den nachher den Universitäten ein Geld geben. Ich gebe ein Beispiel, Stanford University, die fürchterlich teuer ist. Die Leute zahlen $50.000 bei uns, um ein Jahr jedes Jahr einzugehen. Das bedeutet nicht, dass jeder Student 50.000. Wir haben Studenten, ungefähr ein Drittel der Studenten zahlen überhaupt nichts. Aber das sind Studenten, die beweisen müssen, dass sie sehr gut sind, die Prüfung sehr gut sind, und da müssen sie beweisen, dass die Familie sie nicht leisten kann. Wenn nicht leisten kann, dann nimmt man sie an, auch wenn sie nicht einen Dollar zahlen. Muss ich gleich sagen, es gibt natürlich viele Wohlhabende, die auch sehr klug sind und die $50.000 zahlen. Aber das ist ja nicht genug. Das ist ja nicht genug, eine Elite-Universität zu führen. Und was tut Stanford, Harvard, Princeton und so weiter? Die bitten ihre Alumni, ihnen jedes Jahr Geld zu schenken. Wissen Sie, was Stanford letztes Jahr in einem Jahr bekommen hat? $400 Millionen. Dann haben sie eine 4 Jahre Kampagne gehabt, um mehr Geld für Gebäude zu haben. Das Budget war, die haben erwartet, 4 Milliarden zu kriegen. Sie haben 6 Milliarden gekriegt. Das war der Rekord von irgendeiner amerikanischen Universität. Warum? Das sind alle Leute, die dort hingegangen sind, die haben gesagt, nicht die Leute von Google, die haben gesagt, das habe ich gelernt bei Stanford und 20 Kilometer südlich habe ich jetzt Google gefunden. Die sind Milliardäre und die geben diese Universität Geld. Ich bin ganz sicher, wenn das ein Österreicher gewesen wäre, würde es nicht der Universität Wien geben. Und das, glaube ich, ist fundamental, etwas damit zu tun. Sie sollen ein Universitätssystem haben, das man in Kalifornien hat, nicht überall in Amerika. Man nimmt an in Kalifornien, und bis vor kurzem, also jetzt ökonomisch ist es auch arg, aber bis vor kurzem man hat angenommen, dass jeder Graduierte von einer American High School in Kalifornien das Recht hat an eine höhere Erziehung. Hat aber nicht automatisch das Recht an die Elite-Universitäten, Berkeley, Los Angeles, San Diego, Irvine zu gehen, aber an eine Universität. Da haben sie die Spitzenuniversitäten, da müssen sie scharfe Prüfungen nehmen. Momentan 40% der Leute in der University of Berkeley sind asiatisch. Nicht?
Das nächste sind die Staatsuniversitäten, wo Sie nicht den Doktorat kriegen, so die ersten 4 Jahre. Und dann gibt es noch solche, die nicht in hier reinkommen können, dann können Sie die ersten 2 Jahre, die sogenannte Junior Colleges. Und wenn Sie in denen gut sind, dann können Sie in die nächste Stufe gehen. Junior Colleges kosten nichts, aber University of California kostet auch schon, das heißt 12.000 oder 15.000, bei uns kostet nebenan Stanford ist 50.000. Aber ich glaube, am Ende müssen wir so ein System haben, dass die politisch das in einem österreichischen politischen System das etablieren, habe ich keine Ahnung, wie sie es tun können, aber ich glaube, das ist eine Lösung. Ich muss nicht gleich sagen, wenn sie es über Nacht machen, und da werden viele Studenten auf Streiks gehen, aber nach einer Zeit werden sie sehen, wenn man sagt, c'est la vie, also sie haben das Recht zu gehen, dann müssen wir beweisen, dass sie wirklich eine erstklassige Universität gehen, dann glaube ich, kann man es ändern. Wir können auch nicht sich leisten, Universitäten zu haben, die 80.000 Studenten haben. Das ist natürlich der Fall mit Wien, ich weiß nicht, wie viel in Graz habe ich. Stell dir vor, 20.000, 30.000 sein, das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß. Man muss die fragmentieren, im Standpunkt, dass das Endniveau, am niedrigen Niveau man hat, kann man mehr Studenten haben und später muss man weniger haben, die Klassen müssen kleiner sein. Natürlich, was sie mit den Professoren machen, ist auch eine andere Sache. Also das System, das hierarchische System, Herr Professor, Doktor, Doktor, und ein Privatdozent, und das muss man ändern, nicht bei uns. Ein Privatdozent, sagen wir ein Assistant Professor, hat genau dieselben Rechte wie der Superprofessor. Und das kann man hier nicht tun. Aber das kann man alles ändern. Und man muss es ändern, meiner Meinung nach. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Es ist einmal kurz aufgegraben hier das Thema, ist man gut, wenn man nicht praktiziert. Und zwar, wenn ich römisch-katholisch bin und getauft und dann in meinem Laufe meines Lebens ausgetreten bin, dann fühle ich mich nicht mehr als römisch-katholisch. Jetzt wollte ich fragen, was macht das aus? Habe ich das überhaupt falsch verstanden oder ist ein Jude, wenn er als Jude geboren ist, ein Leben lang ein Jude? Und woran erkennt man das? Das ist die einzige Antwort, die ich kurz antworten kann. Wir müssen nicht das Buch draußen kaufen. Du hast den Kapitel Nummer 3, ja, das die 4 Juden. Und das ist ja schnell, das ist genau das Thema, wie es ist. Kapitel Nummer 4, es gibt nur 5 Kapitel da. Das ist genau das Thema, das wir gesprochen haben. Und deshalb stelle ich die Anführungszeichen an. Man stellt nie Anführungszeichen über andere Religiosen, also nicht ein Katholiker in Anführungszeichen, was immer. Nur bei den Juden. Und warum die das sagen und wie lange das dauert. Es ist eine sehr interessante Aufstellung. 2005 hat die österreichische Postamt eine Aufstellung im Jüdischen Museum in Wien gemacht. Ich war nicht damals dort, aber sie haben mir den Katalog geschickt. Und das hat geheißen, jüdische Persönlichkeiten auf österreichischen Briefmarken. Abgestempelt. Fragezeichen, abgestempelt, wie heißt extra Ausrufezeichen. Wenn Sie es umdrehen, gibt es eine englische Version. Und da hat es geheißen, wie hat es geheißen? Das momentan kann ich nicht erinnern. Aber was Sie da gehabt haben, es gibt ungefähr, glaube ich, 400, 500 Briefmarken, österreichische Briefmarken, nicht die jetzt, aber eine Geschichte des Postamts, die ein Gesicht haben. Nicht die anderen haben auch alle Sachen, Blumen und Gott weiß was. Und da haben sie nur alle jüdischen Persönlichkeiten herausgenommen. Also in dieser Ausstellung, das waren 38 Juden. Und das ist ja schon vom vorigen Jahrhundert, also nicht da haben sie Sigmund Freud und wir haben alle den Nobelpreis, wir haben Lise Meitner und so weiter. Aber da haben sie auch zum Beispiel Wittgenstein, da haben sie Karl Kraus, da haben sie Hugo von Hofmannsthal. Ich gebe einen Namen, Hugo von Hofmannsthal, die Brett ist von Richard Strauss. Wir haben Karl Kraus, der eigentlich ein sehr antisemitischer Jude war, aber ein ausgezeichneter Schriftsteller. Wir haben Wittgenstein, dessen Eltern schon katholisch waren, aber die Großeltern waren alle jüdisch. Also vom Nazi-Standpunkt waren die noch für die Juden. Das ist natürlich nicht ein Nazi, Postamt im Gegenteil, das ist ein sehr political correct modernes ist. Und wen haben sie dann noch dort? Johann Strauss, ich habe mich so gewundert, Johann Strauss, also ein Großvater,
war jüdisch. Und die Nazis haben das scheinbar sogar entdeckt. Für jede Briefmarke haben sie eine ganze Seite Beschreibung im Katalog. Hat sich herausgestellt, haben sie sogar gefunden, haben aber nicht leisten können, Johann Strauss in der Nazizeit einen Juden zu nennen. Das haben die ganz versteckt und vergaben, so hat man erst nachher den Geburtsschein dieses Großvaters gefunden. Also, wenn die Katholiker, wenn die gesagt haben, katholische Persönlichkeiten auf den, also nicht katholisch, sind die meisten waren katholisch gewesen, aber sagen wir mal, protestantische Persönlichkeiten auf österreichischen Postmarken, das hätten nicht tun können. Sie hätten sich mal so analysieren können, wer da noch protestantisch war. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich beschreibe das sehr in diesem Kapitel, von meiner Meinung aus. Und ich beschreibe das nicht so, wie ich Ihnen das jetzt sage, sondern durch Gespräche. Weil dieses Buch ist total dialogisch geschrieben. Nämlich vier Juden auf dem Palast, die vier treffen sich nach dem Tod oben, weil sie kanonisiert sind. Und haben allerlei Gespräche, die sie nicht leisten konnten, wie sie unten waren, Angst davon gehabt haben und nicht einmal gewusst haben. Und ein Kapitel ist noch, wo sie ihre Frauen darauf einladen und die Frauen sind absichtlich darauf gekommen, um noch ein letztes Gespräch mit ihren Männern zu machen. Und das Gespräch war immer, was ist eigentlich in dieser Heirat wirklich passiert? Etwas, die Leute überhaupt nicht beschreiben. Das sind vier super berühmte Leute, über die es hunderte von Büchern, tausende und tausende von Artikeln und Doktorarbeiten gibt. Die Frauen beschreibt man überhaupt nicht. Das waren alle intelligente, ausgebildete Frauen, die haben natürlich die typische Rolle fast der 3Ks gehabt haben. Es waren aber nicht 3K, weder Kirche noch Kinder, weil mit einer Ausnahme, die überhaupt keine Kinder gehabt. Auch das Interessante. Hat nichts mit Fruchtbarkeit zu tun. Hannah Arendt hat keine Kinder gehabt, die auch eine Bücher ist. Schoenemann hat keine Kinder gehabt. Adorno hat keine Kinder gehabt, also bitte. Das sind die interessanten Sachen, die mich interessiert haben, die alle etwas mit dem Judentum zu tun haben, weil die Grund von diesen Leuten, die entschlossen haben, keine Kinder zu haben, die sie gedacht haben, das war die fürchterliche Zeit, wie sie dann Deutschland, Österreich verlassen mussten, Kinder zu haben. Und das Beispiel Paul Klee, vielleicht sagen Sie das nochmal. Das ist ein Nicht-Jude. Ja, also Entschuldigung, ich habe nicht in dem Buch, ich habe die fünfte Person, die natürlich sehr wichtig ist, weil ich Klee so lange gesammelt habe, nämlich Paul Klee, der total christlich war. Aber den, und das habe ich gefunden, das dritte Kapitel ist über Paul Klee in diesem Buch, den ich den nicht-jüdischen Jude nenne. Also Benjamin, der nicht gewusst hat, ob er ein jüdischer Deutscher oder ein deutscher Jude ist, Adorno, der typische jüdische Nicht-Jude war, weil sein Vater jüdisch, seine Mutter war katholisch, Scholem, der typische deutsche Zionist damals war, der sich den Namen, also Adorno hat den Namen von Wiesengrund auf Adorno sich geändert wegen der jüdischen Ton. Scholem war Gerhard Scholem, der sich Gershom Scholem genannt hat, weil er ein Zionist war. Und Schönberg, der sich getauft hat und nach 24 Jahren gefunden hat, dass es nicht geholfen hat, wieder zurückgegangen ist zum Judentum. Und das sehen Sie auch sehr in seiner Musik nachher. Also geschrieben, dann haben Sie Paul Klee, der nicht-jüdische Jude. Er war total christlich, 100% auf beiden Seiten. Und die Nazis, die Proto-Nazis, 1918, nicht 33, in München, wo er damals gewohnt hat, haben ihn schon Paul Zion Klee genannt. Paul Zion Klee. Und da schreibe ich da auch, wie sich das in seinen Kunstwerken auch reflektiert. Also das sind Nuancen, die man, glaube ich, nur... Nein, vielleicht nicht nur, aber ja, insbesondere mit dem Wort Jude verbinden kann. Und in dieser Autobiografie, in der ich jetzt arbeite, das letzte Kapitel heißt, auf Englisch schreibe ich Jew. Ich bin noch nicht sicher, ob es Deutsch, ob es Jude sein wird oder Jud. Bin noch nicht ganz sicher. Bitte? Mit Anführungszeichen. No, ja, aber Anführungszeichen, auf keine Frage. Die Anführungszeichen sind ein Teil des Wortes. Also, wie ich gesagt habe, Jew, nicht. Also das deutsche Jew, also das englische Jew, mit Anführungszeichen, ich sage, das ist ein Wort mit fünf Buchstaben, nicht mit drei. Und die zwei Anführungszeichen sind ein Teil des Wortes. Und genau wird das entweder mit Jude, mit Jude wird es auch fünf Buchstaben sein, mit Jude wird es sechs Buchstaben sein. Und das ist, glaube ich, sehr subtil, aber sehr, sehr wichtig und unglaublich relevant zu der Frage, sehr stimmenden Frage, ich glaube, sehr wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben. Sie, bitte.
With all due respect, I'm inclined to disagree about the Austrian universities. About what? About your assessment regarding the Austrian universities and excellence. Ich kann dem nicht zustimmen bezüglich der Exzellenz in den österreichischen Universitäten aufgrund der unterschiedlichen Traditionen. Die österreichischen Universitäten haben im Moment eine sehr wackelige Autonomie, die amerikanische Universitäten oder auch englische Universitäten schon viel länger genossen haben und die auch viel mehr Partnerschaften durch die Alumni auch schon haben. In Österreich habe ich den Eindruck, wenn es eine Private-Public-Partnership mit im universitären Sektor gibt, dann gibt es zu viele Bedingungen dafür, dass daraus etwas Konkretes für eine Firma produziert werden muss. Ich habe aber eher den Eindruck, und das würde mich jetzt interessieren, ob eben amerikanische Universitäten sozusagen auch Zugeständnisse oder auch Lieferungen, Dienstleistungen gegenüber diesen Sponsoren aus dem Alumni-Umfeld eben auch liefern können oder ob sich daraus ohnehin eine Art von Netzwerk ergibt. Ja, schauen Sie, ich versuche gerne das zu beantworten. Scheinbar sind Sie, geht das noch? Ja. Scheinbar sind Sie bereit, dann noch hier zu sitzen und sich solche Fragen anzuhören. Sehr gute Frage. Ich war, meine also nicht, ich bin sehr verbunden mit der Wenn viel mehr willst, ich antworte es gerne. Sie haben teilweise recht. So sieht man meine diplomatische Antwort. Nicht, ich sage, naja, teilweise. Ich sage nicht unter Teils, ob das 1% ist oder 51%. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Der Unterschied ist, das amerikanische System ist unglaublich ineffizient. Das Ineffiziente, ich spreche das nicht als Studium der Universität, Ausbildungs. Die Qualität der ersten 12 Jahre ist fürchterlich. Das war nicht vorher, das ist jetzt, gar keine Frage. Aber es spielt keine Rolle. Wir haben uns leisten können, Millionen von Leuten sehr schlecht auszubilden, aber trotzdem ein groß genug Land, dass sie doch noch ein paar Millionen haben, die, das ist so ein wie nennt man ein Funnel? Pyramide. Nein, nicht Pyramide. Richter. Ein Trichter, der aber umgekehrt ist, nicht? Also unten. Also da kommen die Leute, ja, und da die Universitäten sind da oben. Aber das ist trotzdem noch groß genug, dass sie viele Leute haben. Aber wir haben einen riesen Vorteil, das haben wir schon lange gemacht, erst nach dem Krieg, muss ich sagen, im Zweiten Weltkrieg, dass wir sehr viele vom Ausland, das sind Hunderte, Tausende, die sind alle Leute, die die ersten 12 Jahre, manchmal die ersten 18 Jahre, vielleicht die nach draußen halten, haben die anderen Leute, die anderen haben dafür bezahlt. Das ist sehr teuer. Und dann nehmen wir die Besten von denen und sagen, da kommen wir zu uns. Da kommen wir zu uns zur Zeit, wo wir schon da am dünnen Teil sind, am besten Teil unserer Ausbildung. Dann werden sie, dann gebrauchen wir sie. Das sagen wir, sage ich hier, von den 40% der asiatischen Studenten, insbesondere Doktoranden. Es gibt viele Abteilungen bei den besten Universitäten. Harvard, Stanford, wo über 50% der Doktoranden nur von Asien kommen. Nicht? Die haben überhaupt nicht ihre Ausbildung in den Staaten bekommen, die ersten, die Gymnasien und so weiter. Die besten von denen. Nicht, wenn sie von einem Land von 1 Milliarde sprechen, da brauchen sie ja nur 100.000, von denen sie überhaupt nicht. Und die kommen so. Das tun wir, das kriegen sie, das können sie einfach hier nicht tun. Das passiert bei denen nicht. Die andere Sache ist, wir haben einige tausend Universitäten. Und wir haben direkte Universitäten, von denen Sie überhaupt nie gehört haben. Wir haben schlechte Universitäten, wir haben mediocre Universitäten, wir haben gewisse gute Universitäten, aber wir haben die meisten Elite-Universitäten der Welt. Aber der Grund ist, das sind 2% von den 2000, die wir da haben. Das könnte ich ja nicht leisten. Wir haben irgendwas bei 6 oder 8 oder 10 Universitäten. Also 2%, was ist das? Nicht? Das ist 0, so und so. Das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. Was Sie dann gesprochen haben über die Sponsoren, die Mitarbeiter mit der Industrie und so weiter, das ist total verschieden in verschiedenen Plätzen in Amerika. Es gibt gewisse Plätze in Amerika, die noch konservativer, noch viel schlechter sind als hier. Aber es gibt gewisse, die anders sind. Stanford ist vielleicht das Extrem der Umgekehrten, weil Silicon Valley hat so angefangen von einem Mann, der Vizerektor bei uns war, der Provost Perlman,
der mich eingeladen als Professor. Warum hat er mich eingeladen? Ich war damals, was weiß ich, 35, 38, als Professor zu der Universität zu kommen, von Mexiko. Weil ich dort auch mit einer Industrie gearbeitet habe, einer kleinen Firma, die aber unglaublich wichtige Sachen gemacht hat. Ich habe gesagt, na, wenn Sie zu uns kommen, vielleicht bringt Sie auch etwas zu den sogenannten Industrial Park. Das war genau das. 3 Jahre nachdem ich als Professor hingekommen bin, hat sich Syntex, das war die mexikanische Firma, entschlossen, jetzt sind sie, werden sie auch nach Amerika kommen. Wo haben sie hingegangen? Nebenan zu Stanford, weil ich zufällig gerade dort war. Und dann wurde es eine riesen Firma, die hauptsächlich dann in Kalifornien war. Also, das hat sich Stanford University leisten können. Die haben es erlaubt, dass ich bei beiden gewartet habe. University of California, das ist eine Stunde weiter weg, wurde es nicht erlaubt. Das war eine Staatsuniversität. Stanford war eine Privatuniversität. Damals waren die Gesetze, also was ein Professor an einer Staatsuniversität machen kann, hat es gewisse Bedingungen gegeben, die bei einer Privatuniversität, die Privatuniversität können tun, was sie wollen. Also in dem Fall damals war Stanford das der Einzige, das erlaubt hat. Momentan gibt es schon viele andere Universitäten, das auch erlauben, weil sie gesehen haben, dass es gewisse Vorteile gibt. Es gibt auch, man macht auch Kompromisse. Und ich würde gar nicht sagen, dass es ideal ist. Ich sage auch gar nicht, dass es schlecht ist. Wir können Horror-Szenarios finden und wir können sehr gute Beispiele finden. Und wenn man das richtig kontrolliert, und meine wichtige Kontrolle ist eine totale Sichtbarkeit. Man darf nichts verstecken. Man kann keine geheime Nebengeschäfte da machen und verstehen. Dann kann man das tun, weil alle Leute wissen, was da vorgeht. Nicht? Wenn man es wirklich weiß, dann kann man das auch kritisieren, wenn man das will. Also ich sage gar nicht, dass wir in Amerika die Ideale sagen, das haben wir überhaupt nicht, das ist ganz angenehm. Aber wir haben, da wir so viele Universitäten haben, können wir es leisten. Und ich muss sagen, denken Sie daran, dass unter den 50 oder 100 besten Universitäten, dieses Ranking, das man irgendwo, glaube ich, in China macht, gibt es noch eine europäische Universität und das ist die ETH, also Europa. Dann haben Sie 2 englische, Oxford und Cambridge. Oxford Cambridge sind in den ersten 10. Ja, also ich meine in den ersten 10. Oxford Cambridge ist die einzige europäische ETH. Europäisch, also auch Frankreich, Italien, Deutschland und so weiter. Dann kriegen die deutschen Universitäten in den nächsten 10, da kriegen sie ein paar. Und in den nächsten 30 wirklich welche. Haben noch immer keine österreichische Universität dabei. Aber geschichtlich wäre es nicht der Fall gewesen vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich glaube, teilweise kann man das hier wiederholen. Teilweise. Da auch gleich einhaken, um wieder auf das Thema des Abends zurückzukommen. Ich denke, dass die schwache Stellung der Bildung oder der höheren Bildung in Österreich auch mit einem gewissen Anti-Intellektualismus zusammenhängt. Und der wiederum ist für mich sehr stark verwandt mit dem Antisemitismus. Ah, da haben Sie nur teilweise recht. Dass die Verbindung zwischen Antisemitismus und Antisemitismus hier in Österreich, da haben Sie recht. Aber Antiintellektuelle ist viel größer in Amerika als hier, kann ich sofort sagen. Das hat nicht eine antisemitische Basis, sondern eine andere Basis. Also die Antiintellektuelle, die man in vielen Ländern jetzt findet, das ist nicht eine österreichische Spezialität. Die existierte genauso wie in anderen Ländern, muss ich gleich sagen. Und momentan ist meine Meinung nach die Gymnasium-Ausbildung noch lange nicht so schlecht wie die Highschool-Ausbildung in Amerika und sie deshalb noch retten können hier. In Amerika haben sie auch retten, aber es dauert so viel länger, dass eigentlich nur jetzt Privat-Highschool die einzigen guten sind, wo Leute 30, 40, 50.000 Dollar für Gymnasium zahlen müssen. Bitte. Nicht? Highschool. Und das haben sie zumindest noch nicht das Problem hier. Ich habe das in Wien gesehen, weil da haben sie jetzt auch angefangen einzuladen, bei Gymnasien zu sprechen. Und ich muss sagen, es gibt ein paar Gymnasien, das weiß ich, in der Wasergasse und ein paar andere, wo ich wirklich beeindruckt war von der Qualität, die vor allem die Studenten gefragt haben. Die Schüler, nicht? Also sind nur Schüler. Also sind nicht die Professoren. Und das waren kluge Sachen. Die haben mir gefallen. Also ich finde es nicht hoffnungslos. Aber ich bin nicht sehr geduldig, insbesondere nicht bei meinem Leben. Nicht? Ich möchte sehen, was bei meinem Leben passiert. Aber das ist die traurige Sache, das kann ja gemacht werden. Das ist nicht ein armes Land.
Und es gibt diese Länder, die das kennen. Finnland ist ein gutes Beispiel, ein Land, das kleiner ist als hier. Singapur, nicht? Was die jetzt in den letzten 30 Jahren gemacht haben, mit Geld. Also man kann viele Sachen kaufen. Das könnte man auch hier tun. Die geben man das Geld. Es stört mich nicht, dass sie so viel Geld in Europa aufgehen. Das wollen wir weiterdenken. Aber proportionell, wenn sie das auch für, nicht nur für die Oper und die Salzburger Festspiele, wir sollen es weiter dort gehen, nicht um dort wegnehmen, aber das auch in die akademischen Gebiete reinführen und nicht auf die ganzen. Man muss Center of Excellence hier produzieren. Wir haben sie ein paar, aber sind nur Forschungssachen, die sie nicht ausbilden können. Das kann man auch tun, sollen tun. So, also aus Fürsorgepflicht muss ich jetzt sagen, nach den ernsten Dingen sollten wir zu Ende kommen. Ich würde jetzt noch die zwei annehmen, die sich gemeldet haben. Sie waren, glaube ich, eher erwartet. Ich würde gerne auf das noch einhaken, was da gerade im Gespräch war. Und zwar beginnen mit quasi Ihrer Erklärung bzw. den Bezug quasi auf die Anti-Intellektualität in USA, ob die jetzt noch stärker ist als in Österreich. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass es ja jetzt nicht darum geht, aus der intellektuellen Feindlichkeit heraus das zu erklären, sondern es als einen wichtigen Bestandteil zu sehen. Wenn ich jetzt, muss ich jetzt natürlich mit Klischees arbeiten, aber ich würde sagen, der Gedanke quasi, dass uns die Gesellschaft durch pure Leistungsbereitschaft und Leistungserbringung Erfolg und Misserfolg garantiert, ist als Prinzip in den USA viel stärker durchgesetzt als in Österreich, wo immer das Gefühl des zu kurz gekommen Seins, des, einfach das zu kurz gekommen Seins, des um etwas betrogen werden sie ja stattfindet oder in den Köpfen verankert ist. Jetzt würde ich sagen, ich finde das ja ein guter Titel eigentlich dieses Films, dass es jetzt nicht heißt, die Vertreibung der Intelligenten oder der Intellektuellen, sondern die Vertreibung der Intelligenz quasi als ein entscheidender Bestandteil von Antisemitismus, unabhängig jetzt davon, dass quasi sehr viele, die jetzt in diesem Film vorkommen, ihre dann als Intelligenz oder der Intelligenz quasi abzuleitenden Erfolge erst im Nachhinein feiern. Aber darf ich noch zwei Sätze, glaube ich, dazu sagen? Ist es ja doch so, dass Antisemitismus eine Erklärungslücke füllen soll, die nicht gefüllt werden kann. Insofern quasi Anti-Intellektualismus aus einer narzisstischen Kränkung heraus Dinge nicht zu verstehen. Eine der Begründungen dafür, warum Antisemitismus in bildungsnäheren Schichten stärker vorkommt oder verstärkt auch vorkommt, im Gegensatz zum Rassismus, wo das absolut eine Bildungsferne direkt korreliert mit Ansteigen des Rassismus. Und jetzt wäre eben meine Frage, wie Sie dann auf diese Empfehlung oder diese Diagnose quasi für österreichische Gesellschaftspolitik, wie Sie das mit einer direkt faktenbezogenen, zum Beispiel demografischen Aufklärung oder Bildung quasi verbinden, wo ich behaupten würde, dass das mit genau solchen Phänomenen sehr wenig dann eigentlich in Zusammenhang bringen ist, ob jetzt quasi Faktenwissen vorhanden ist, weil es ja um wesentliche Zusammenhänge der Gesellschaft geht. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von Ihrem Alter und der Qualität Ihrer Frage. Das ist keine Schmecklerei, das ist eine wissenschaftliche Beobachtung, die mir gefällt. Und mir gefällt auch die Frage, die Sie gestellt haben. Das sind Fragen, die mich freuen, dass Sie sie stellen, ob ich einverstanden bin, spielt überhaupt keine Rolle. Weil meine Meinung spielt eigentlich keine Rolle. Ich muss Ihnen gleich sagen, der Grund, warum ich Bücher schreibe, Theaterstücke und so weiter, ist nicht die Lösung den Leuten zu geben. Das, erstmal, ich habe ja nicht, gar nicht der Fall, dass ich alle Antworten für alle Probleme finden würde. Ich möchte immer die Fragen stellen, dass oder die Leute sehen, ob die Leute überhaupt in die Fragen gedacht haben. Und es ist mir ganz klar, dass Sie sehr an eine sehr fundamentale Frage gedacht haben und dass Sie gesagt haben, die Frage der Verbindung, ich möchte mit dem anfangen, Intelligenz und Antisemitismus, das stimmt. Und ich glaube, das stimmt aber insbesondere in, ich muss sagen, Wien, nicht einmal Österreich, weil traditionell war ja Wien fast ein separates Land in Österreich, nicht, wenn man das wirklich anschaut. Nämlich, das war eigentlich per capita vom intellektuellen Standpunkt die jüdische Stadt in Europa. Noch viel jüdischer, sagen wir, Frankfurt oder Berlin, wo es natürlich auch sehr solche Juden gegeben hat. Die hatten 200.000 Juden gehabt.
nach dem Ersten Weltkrieg, oder sagen wir, ja, um die Zeit herum, oder sagen wir von 1900 bis zur Nazizeit. 200.000, also ich glaube 10% oder mehr der Bevölkerung. Und die haben in den intellektuellen Gebieten eine sehr große Influenz gehabt. Das wissen wir auch, Kultur, Musik, die Schriftsteller, die... Rechtsanwälte. Bitte? Rechtsanwälte, Psychoanalytiker, was immer sie wollen. Auch Professoren in der Universität und so weiter. Eine viel höher, der Prozent war viel höher. Also, dass ein Komponent daher ein Neidkomponent ist, ist ganz klar. Und wenn das nicht Juden gewesen wären, aber was weiß ich, irgendetwas anderes, hätten sie diesen Anti-irgendetwas anderes Tendenz auch gehabt. Gar keine Frage. Aber hier ist natürlich herausgestellt, dass es gibt allerlei Antisemitismus, der nicht nur mit dem verbunden ist. Sie haben den Antisemitismus natürlich in Geschichten, im Mittelalter und so weiter, der nicht mit dem zu tun gehabt, mit Geld zu tun gehabt und so weiter. Also, das ist eine spezielle Sache. Und ich glaube, und dann zur gleichen Zeit ist diese anti-intellektuelle Tendenz überall erschienen. Leider, überall. Und hier ist eine Mischung, und man bemerkt das noch mehr. Und da die zwei zur gleichen Zeit mehr oder weniger hier passiert sind, dann nimmt man an, automatisch das eine oder das andere produziert. Das ist nur teilweise der Fall. Ich glaube nicht ganz. Dass sie teilweise recht haben, bin ich ganz einverstanden. Also ob das 100% ist, weiß ich nicht. Spielt ja keine Rolle. Ihre Frage, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ist zu raffiniert eine Frage, dass ich versuche, die zu antworten, das würde zu billig sein. Und wir würden zu lange sprechen. Das ist fast eine persönliche Diskussion, die man sich leisten kann. Aber Sie haben teilweise recht. Was soll ich Ihnen da sagen? Wenn ich wirklich, ich muss sagen, Leute wie Sie, wie alt sind Sie? 22. Na gut, ich würde sagen, es wäre schon schön, wenn Sie in die Politik gehen würden. Ich meine das wirklich nicht als ein Witz. Solche Leute sollen in die österreichische Politik gehen, um zu versuchen, sie zu ändern. Weil ich kenne kaum ein Land, das so politisch ist wie hier. Also so viele Entschlüsse werden immer nur von einem politischen Standpunkt aus tun, wo die meisten Leute wissen, es ist eigentlich ein falscher Entschluss, aber das Kompromiss ist doch ein einfaches und sie machen einfach, manana. Nicht manana soll ein spanisches Wort sein, sondern wirklich ein österreichisches, weil es heißt ja nicht morgen, sondern nicht jetzt. Und das ist der typische Unterschied. Also, ich glaube, wir werden jetzt da. Ja. Kommt dann zum Schluss und ziehe die letzte. Also ich habe wenig eine Frage, vielmehr eine Bitte. Sie haben vorhin festgestellt, dass Sie noch sehr mit dem Film verbunden sind. Ich auch. Also dieser Umstand und der Hinweis, dass Sie sehr spät vom offiziellen Österreich eingeladen worden sind, also wieder Kontakt aufzunehmen, da möchte ich etwas dazu sagen. Und zwar, eben weil wir uns in Graz befinden. Graz hat eine kleine, sehr kleine jüdische Gemeinde. Wir haben im Jahr 2000 eine Synagoge, die damals abgebrannt worden ist, von der Stadt zurückerstattet bekommen. Aber wir haben nur 100 Mitglieder in der Gemeinde, sodass wir diese Synagoge zwar haben und wir uns freuen, aber wir füllen diese Synagoge nicht. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, einfach die ganz normalen Aufgaben, die seine Gemeinde zu bewältigen hat, auch wirklich zu bewältigen, weil wir den personalen Rückhalt nicht haben. Und jetzt habe ich in Deutschland immer wieder Städte gesehen, die in einer ähnlichen Situation waren. Das ist nämlich von den alteingesessenen Juden nur wenige zurückgekommen sind. Aber in Deutschland hat es etwas gegeben, was es bei uns nicht gegeben hat. Deutschland hat jüdische Emigranten aus der Sowjetunion eingeladen,
nach Deutschland zu kommen. Und diese jüdischen Immigranten, die sind von dieser Ausländerquote ausgenommen worden. Bei uns in Österreich hat es das nie gegeben. So ist es zwar schön, das ist das offizielle Österreich daran erinnert, an die jüdischen Würdenträger, an die jüdischen Würdenträger herantritt und sie einladet, aber uns, also natürlich ist es ganz wesentlich, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die jüdische Gemeinde zwar jetzt diese Synagoge hat, aber mehr oder weniger am Aussterben ist. Und es gibt auch Projekte von den Grünen, so wie die Stolpersteine und so fort und so weiter. Und das ist meine Bitte, also dass man nicht nur immer an das denkt, was einmal vergangen ist, sondern dass man einfach schaut, was kann man jetzt dazu tun, dass die jüdische Gemeinde überleben kann. Und Sie sind mit maßgeblichen Leuten in Kontakt, ob Sie vielleicht da auch... Das ist eine gute Frage. Ich bin gleich sagen, ich bin die falsche Person dafür. Nein, ich muss gleich sagen, warum. Deshalb brauche ich die Anführungszeichen. Weil Sie sprechen über die jüdische Gemeinde, die überhaupt keine Anführungszeichen gebraucht. Weil es ist eine religiöse Basis. Sie sprechen über eine Synagoge. Und ich nehme das sehr ehrlich an. Spielt aber keine Rolle bei mir. Das letzte Mal, dass ich in eine Synagoge gegangen bin. Also stimmt, ich bin vor ein paar Jahren wieder gegangen. Das letzte Mal war in einer Synagoge, die in Wien abgebrannt wurde. Und wenn Sie jetzt diese Selbe dort aufbauen, würde mich das nicht hinbringen. Ich bin nicht eine religiöse Person. Das hat nicht mit der jüdischen Religion zu tun, sondern mit der Religion Punkt zu tun. Überhaupt. Ich würde sagen, warum soll ich das nicht zugehen? Ich glaube nicht an einen Gott. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Gott gibt, das erlauben würde, was da passiert ist. Während meines Lebens, nicht mir persönlich, aber so im Großen und Ganzen. Also über die jüdische Gemeinschaft zu sprechen, das ist ein anderes Problem. Ich muss sagen, die jüdische Gemeinschaft, ich spreche jetzt sehr viel ähnlicher die Juden, wo sie über den Antisemitismus, Intellekt und so weiter, also überhaupt nicht mit der Religion zu tun haben. Die meisten von denen waren nicht religiös. Das Interessante ist jetzt, die jüdische Gemeinschaft in Wien ist natürlich viel kleiner als vorher, aber die wächst. Aber von wo kommen die? Die sind alle osteuropäische, nicht alle, aber hauptsächlich osteuropäische, teilweise sogar von Israel, religiös vom Standpunkt, dass sie was reicht, zum Synagogen in Yom Kippur gehen oder noch einige Male und gewisse auch sogar noch jede Woche, sagen wir, im Sabbat in die Synagoge gehen, das wird nie, glaube ich, mehr quantitativ eine genügend jüdische Präsenz hier bringen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man versucht, zurückzubringen, was die Juden damals der deutschsprachigen Kultur gebracht haben, die Walter Benjamins, die Kafkas, solche Leute. Das müssen nicht einmal mehr Juden sein. Deshalb sage ich wieder, deshalb hat man ja Klee einen Juden genannt, weil er sich jüdisch benommen hat, künstlerisch. Und ich glaube, das ist das, was mein Fokus ist, weil es das Einzige, worüber ich verständlich sprechen kann. Die Frage, die gefragt wird, ist eine wichtige Frage. Ich bin nicht die richtige Person, das zu beantworten, weil das nicht der Faktor gewesen wäre oder sogar noch ist, für eine teilweise eine Rückkehr von mir. Der Grund, warum ich hier zurückgekommen bin ich nicht. Aber dass ich jetzt 3 Monate im Jahr hier wohne, dass ich mir erlaube, Sachen hier zu kritisieren, weil ich mich teilweise doch als ein Wiener oder ein österreichischer Pass der Hälfte da benehme. Ihre Frage ist eine wichtige Frage, ich bin nicht die richtige Person drin. Ich muss wieder weiter sagen, ich habe mich sehr beschäftigt in diesem Kapitel, in diesem Buch. Und ich möchte wirklich sagen, das müssen wir also nicht das anschauen, wenn Sie das wirklich interessieren. Weil da, glaube ich, habe ich zum ersten Mal ehrlich in meinem Leben, schon spät in meinem Leben, an das Problem seriös gedacht. Aber durch einen Filter, der mein persönlicher Filter ist. Und durch Brillen, die meine persönlichen psychischen Brillen sind. Und vielleicht bin ich sehr kurzsichtig oder in gewissen Bedingungen, die mit der Religion etwas zu tun haben. Ja,
Vielen Dank. Da haben Sie das.